Oh mein Gott, Leute, wir haben tatsächlich es geschafft zum Heroinfeld und haben zwei neue Kumpanen gefunden, die uns in der Luft jetzt gleich Deckung geben. Der Truck ist auch schon voll. Wenn uns jetzt die Cops anhalten, ich will gar nicht denken, was dann Ja, passiert. wir sind ja kräftig Heroin am Einladen. Also da werden wir auf jeden Fall einen auf den Senkel für kriegen. Aber ich Und der glaube, wenn Flo der ist Sarazar natürlich auch gleich hier. zurückfährt, wenn der Sarazar gleich zurückfährt, der Flo ist auch da. Hallo Flo. Hey, hallo. Flo, wie geht's dir? Sehr gut, danke. Ich habe ja hier einen Flo, Heroin-Truck. Flo, ich wollte dich was Truck voller fragen. Heroin. Ich war heute schon, ja. Du bist Oh was nein. mein. Ja, mein Kerl, ey. Ja, so, wir haben jetzt den Charlie hier und den Dake und die sind aus der Luft und die haben uns gerade schon eine krasse Story erzählt, also in der letzten Folge, dass bei dem Händler beziehungsweise Dealer schon die ganze Zeit die Cops warten und lungern, dass da Leute vorbeikommen. Und deswegen brauchen wir unbedingt Luftunterstützung, wenn wir da mit unserem mega voll beladenen Truck gleich anreisen. Oder, Sarazar, Flo? Was Ja, sagt er? Ja, definitiv, auf definitiv. jeden Und die Jungs, Fall. die wären natürlich super, die würden uns helfen. Das ist ziemlich cool. Okay, Charlie und Dake, pass auf, wir müssen euch ja in die Gruppe einladen, damit wir kommunizieren können, richtig? Okay. Duffy! Ja, sicher, gern. Duffy! Wo ist unser Safi? Okay, cool. Okay, der Safi lädt euch ein. Der Gronkh war schon. Alter, der Gronkh ist immer noch nicht da, liebe Freunde. Aber der kommt bald wieder. Ja, muss man nur kurz gesagt haben. Und ich könnte mit dem Sarazar nicht mit dem Helikopter mitfliegen. Da passen noch zwei Leute rein. Oder traut sich der Sarazar das nicht? Doch, ich würde mit dem Helikopter fliegen. Jake und Charlie, dürfen wir bei euch mit dem Helikopter fliegen? Der Sarazar und ich und der Flo Ja, passt. Der Flo begleitet den Truck, dann haben wir eine bessere Kommunikation. Flo, wäre das okay für dich? klar. Wie cool. Boah, das wird jetzt voll die Aktion, ey. Schade, dass es so dunkel ist immer noch. Ich hoffe, ihr könnt gut fliegen, ne, Jungs? Also im Moment geht nichts, wundert euch nicht am Ja, bin Nachtsichtgerät. das einmal abgestürzt. Ich sag dem Safi noch Tschüss. Safi? Wir sehen uns ja eh gleich, Safi, ne? Wir hören uns ja sowieso im Team. Safi? Fahr die Karre vorsichtig, ich glaube an dich. Wir sehen uns, wir geben euch Ich passe hier, ich Luftunterstützung. pass hier auf. Ja, sag aber Krass. ganz kurz, weil er, glaube ich, mich nicht hört. Der Dake muss noch in die Gruppe rein. Okay, ich sag Bescheid. Safi, du packst das, Alter, ja? Fahr vorsichtig Ich und schaff das, ja. okay, Wir cool. zählen auf dich. Ey, ich bin Gut. schon im Helikopter, Dennis, wo bist Wir du? hauen im Keller Helikopter ab. Boah. Boah, ich seh nix. Gut, ist hier dein Wagen drin? Alter, wie geil Jo, ist kann das Ding losgehen. gerade? Oh Gott, ey. Krasse Scheiße. Hammergeil. Dake, du musst in die Gruppe noch. Dake, du musst noch in die Gruppe. Okay, wir wuseln uns hier Schade, noch dass es vom so dunkel ist. Heroinfeld Das ist ein bisschen runter. blöd. Ja. Oder? Aber aus der Luft? Seid ihr schon in der Luft? Ja, Noch nicht? gleich. Er muss den Motor noch starten. Ich gehe mal in die Ego-Perspektive. Alter Sarazar, guck dir das mal Ich an. muss aber vorher noch so einen Bankomat, weil ich bräuchte noch vorher die Lizenz zum Verarbeiten. Okay. Wir müssen unseren Jungs eigentlich dringend unbedingt in den Augen. Der Safi hat eine Lizenz, eigentlich, glaube ich. Kriegt Das natürlich kostet was von jetzt der Knete ab. 5.000, ne? Dafür, du hast eine Lizenz, oder? Ich hole mir jetzt eine Lizenz, ich hab gerade dabei. Ah, Okay. okay. Okay, der Safi muss sich auch eine Lizenz Ja, holen. ich kann auch gar nicht leider, weil mein Heli so laut ist. Kannst du das Licht anmachen beim Helikopter? Zufrieden? Ja, ist Ja, besser. geil, sehen wir was. Hat er das Licht angemacht? Ja, unten am Boden. Das ist ein Spotlight. Aber der verrät uns voll. Ja. Ja, ihr seid jetzt über uns. Haltet unbedingt bitte den Truck im Auge, ja? Ich sag's euch, das ist so spannend mit diesem Truck. Wer fällt ein, einfach hier rumzufahren und Ja, keine mach Ahnung, ich. wo die Bullen gleich Ja, und sind. wir sind in der Luft, Alter. Voll die Aktion, Mit ey. voll dem Heroin beladen. Ich habe auch Ja. noch 16 in meiner Tasche. Seht ihr, Finde aber ich. seht aber nichts auch bullenmäßig. Mach Finde was. Ich aber gerade, ganz Du hast ehrlich, noch ein Tacken einen geiler als kleinen der Sie, Emil. Der Nervenkitzel ist ein bisschen krasser, Stein finde ich. dran. Ich fliege aber jetzt Boah, mal das finde kurz ich nicht. vor. Ich muss mir noch, wie gesagt, die Lizenz holen, dass ich das verarbeiten kann. Okay, der Und musste Safi auch dafür noch. brauche ich noch ein bisschen Sehr Geld. gutes Fahrmanöver. Ne, ich finde das einfach so aufgeregt, weil du kannst, wenn du von den Polizeischnitten geschnappt wirst, So, so weißt sollen du. wir jetzt mit den ganzen illegalen Zeugs kurz bei der Polizei Ja, es hat einen Geld anderen abholen, fliegen? Ja, sag was. Ich soll was sagen? Ne, der Charlie. Hörst du Da den ist ein nicht? Fahrzeug, aber das fährt sicher nur Salzverkauf. Ja. Nee. Charlie, bist du in der Gruppe? Geh mal in den Gruppenkanal. Damit die anderen Jungs dich auch hören. Ne, wir hören ihn. Ja, wir, aber der Flo nicht. Okay, passt, bin ich. Ah, jetzt habe ich ihn.
Okay, der so, ja. Kollege auch noch. Wie bitte? Dein Kollege auch noch, der Derek, oder wie der heißt. Fake. Boah, es ist noch ein weiter Weg. Fliegen wir ja noch eine halbe Ewigkeit. Bist du wieder in der Gruppe? Kannst du da schließen, oder bevor ich jemand fremd sein soll? Der ist in einer anderen Gruppe noch. Okay. Okay, aber dann schließt du noch. Weil es Umrisse nur mit dem Nachtsichtgerät, das sieht so krass aus im Dunkeln. Bei Nachtsgerät braucht man auf jeden Fall. Ja, sonst siehst du was gar nichts. Ja. Nicht. Also es ist leider Nacht jetzt halt, wie gesagt, und sonst ist echt alles so düster. Und dank den anderen Mitspielern hier, Safi und so weiter, haben wir echt eine mega... Ich werde jetzt nochmal kurz landen, das ist zwar eigentlich Autobahnpolizei, aber ich muss da ganz kurz zum Bankomat. Also ich hoffe, okay. Da kommt keine Kleberei jetzt in nächster Zeit. Wir vertrauen dir. Wer fährt da vorne? Schlecht. Anderer Truck. Da vorne fährt irgendjemand lang, ne? Oh, anderer Truck. Okay, warte hier, ist okay, gut. Sehr gut, ist hinterm Berg. Jetzt geht's weiter. Okay, noch haben wir es im Griff hier mit dem Truck. Ihr landet ruhig. Beeilt euch aber bitte, ja? Warte mal, ja, warte, stopp, da unten steht jemand mit einer gezogenen Waffe. Ja, das sind die NPCs. Ach, hier gibt's auch NPCs. Klar, die ganzen Händler und so. Aber mit einer gezogenen Waffe? Mhm. Sind wir denn, Herr? Der denn? Feldautomat. Wir bleiben hier drin, ne? Jo. Das knallt dich jetzt ab, Alter. Wollen wir den Hilli einfach klauen, Walle? Ja, die holen noch kurz Geld. Du verlockend. Ich mach's noch Licht aus und sieht, oder was? Okay, Licht ist aus, perfekt. Da hinten sind die anderen Jungs am Fahren. Man sieht an diesem Sechseck. Kann auch gar nicht aussteigen. Kannst du aussteigen? Theoretisch. Wir sind abgeschlossen, ne? Kommen wir nicht mehr raus. Nee, theoretisch kann ich gar nichts. Ja, ist aber die Steine nicht. Eingeschlossen, damit wir die Kiste nicht klauen. Ach, guck mal. Wir hätten euch den Heli nicht geklaut. Was der hier für Feldwege abfällt. Und man hört sogar die Geräusche, wenn die sich anschnallen und alles. Wurde der Heli geklaut? Nee. Ich hab gesagt, wir hätten ihn nicht geklaut, weil ihr den abgeschlossen habt. Und was für einen Weg fährst du denn hier, Alter? Ist schon klar. Ich kenne nicht die feste Straße. Ach was. Kennt sich aber gut aus schon. Mit so viel Kokain an Bord? Ja, nee, mit so viel Kokain an Bord fahr ich garantiert nicht über Flasche sein. Ja, ich weiß da voll aus und fahr drumherum. Aber kommt mir das auch so vor, dass die Nacht irgendwie länger ist als der Tag? Boah, es ist mega lange. Schon eine Weile, ja. Wie lange ist denn jetzt Nacht? Und wie würde ich mich ja etwa interessieren? Also wenn wir jetzt anhalten, gibt's eine Uhrzeit? Vorbei. Ich glaube, jetzt dämmert's gerade. Guck mal. Ich bin gerade raus aus dem Navi. Ja, das stimmt. Sieht ja richtig geil aus. Hammer geil. Oh, Alter. Mega nice. Es werde Tag. Weil bist du eigentlich in der Ego-Perspektive? Nee, ich bin gerade der Außenansicht. Ja, du bist von der Ego-Perspektive. Ja, sieht auch schön aus. Ach ja, da seid ihr. Jetzt sehen wir euch gerade. Wir fahren gerade querfeld eigentlich den Berg hoch. Also wir werden euch geiler. Aber natürlich... Aber natürlich auch was von dem Kuchen abgeben, von der Knete. Oder Safi? Ja, wir haben eh selber auch was dabei, keine Sorge, das passt schon. Ah, ihr habt selber Zeug dabei? Gib mal an. Ja, wir haben ja auch... Wir haben ja nicht zugesehen nur beim Feld, wir haben ja auch... Ach so, welche seid ihr? Ich dachte, ihr wolltet nur gucken. Sehr geil. Ja, das war reiner Zufall, dass wir euch da getroffen haben. Also wir wollten, wie gesagt... selber nur Geld machen. Ah, okay. Boah, das sieht gerade geil aus mit dem Sonnenaufgang, ne? Sonnenaufgang sehe ich gar nicht, ich sehe nur Dämmerung. Ja, es ist halt so immer so plupp, ne? Ja, so genau. Plupp. Ja, weil es immer so hier, also hier sehe ich mal gar nichts. Schaut gut aus. Helikopter fliegen schwer? Ich denke, du kannst das so gut. Na, nicht wirklich. Landen muss geübt sein und geht am Anfang langsamer. Beziehungsweise schnell landen geht sowieso nicht bei dem Spiel. Ja, ich bin schon 4-5 Mal geflogen. In Armer. Aber andere Helikopter, größere, ne? Ich weiß nicht, ob das bei kleineren an... Das Spiel ist mir so realistisch, ich traue mir... Ich würde sogar denken, du bist Turbulenzen. Turbulenzen ist sehr laut auch, ne? Ja. Den haben wir ja gerade auch sehr weit gehört. Ich mach den auch nochmal, ich mach immer die Effekte. Keine Antwort, ich trau mich nicht. Aber es ist ja richtig, okay, wir sind jetzt gleich da. Die Jungs sind gleich da? Ja, wir landen gerade. Wir landen gerade beim Händler, oder? Beim Dealer. Ja.
Ja, genau. Können wir da hinkommen? Okay. Alles safe, oder? Alles safe. Ja, können kommen. Gut aus. Alles safe. Soweit. Ach, das ist noch gar nicht der Dealer. Das ist jetzt erstmal der Verarbeiter. Der macht uns jetzt erstmal Heroin. Genau. Aus dem Pflänzchen, aus dem Opiat macht der uns Heroin. Genau. Also Alter, wie geil sieht das denn aus? Boah, Jungs, stellt euch mal kurz davor. Stellt euch mal davor, Charlie, und das für ein cooles Bild einfach nur, für unser Let's Play. Genau, cooles Bild mit dir hier. Oh, warte mal, Ben, Ding, stell dich mal hinter dem Truck. Stell dich mal hinter dem Heli ein bisschen. Mega geil sieht das aus. Mit dem Truck. Mit dem Truck? Ja, so schräg hinter dem Heli. Stellt euch alle mal in Pose und dann stellen wir den Truck so schief dahinter. Alter, das sieht richtig geil aus. Wie geil sieht das bitte bei Glas aus, wie das so spiegelt. Weiter. Jetzt andere Richtung drehen, ja, andere Richtung einschlagen. Stopp. Und jetzt alle vor den Heli hocken. Geil, Leute, geil. Ist das geil. Sehr cool. Flugst du auch noch, Ducken? Dake, du auch noch? Ja, Dake legt sich direkt hin. Okay. Ich mach mal ein cooles Bild von euch. Hammerfoto. So, warte, dann. Alle mal grinsen. Oh ne, Flo, geh doch wieder dahin. Willst du nicht mal nur die? Ne, du bist doch dazu. Buddies, die uns hier unterstützen. So, warte, jetzt wechseln wir die Position. Flo, jetzt kannst du ein Bild machen. Cool. Sieht echt hammer aus. Guck mal, der liegt vorne. Ja. Oh, geil. Neues für Sarazas Fotoalbum. Der ist echt sehr geil, Leute. Sehr, sehr geile Aktion. Also, so eine Waschmaschine. Jetzt halt noch erstmal salutieren, kommt. Wie das denn? Ja, wo ist denn jetzt hier der Heroin? Wollte ich auch gerade fragen. Neben der R-Taste. Also da bei der Raute. Raute? Neben der R-Taste die Raute? Salutiere ich gerade? R-Taste wahrscheinlich. R-Taste. Du sagst jetzt gerade, ja? Nee, Raute, Walle. Raute. Ja, genau, neben der R-Taste hat er nicht R-Taste, meinte. Sehr, sehr cool, Jungs. Sehr cool. Von Third Person in. Yeah! So. Beste Truppe überhaupt. Okay, wir sollten mal vielleicht reinhauen, bevor wir gleich den Besuch kriegen. Wie machen wir jetzt Heroin? Wollte gerade sagen. So, der Dings fährt den Truck jetzt mal zur Position. Dennis? Ja? So. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Situation gerade in der heutigen Der See-Folge. Also die Folge, wenn die Folge rauskommt, diese hier, dann ist die heutige Der See-Folge schon ein paar Tage weiter weg. Welche Folgennummer waren das? Weißt du das noch? Das war das, wo ihr alle gestorben seid in dem Haus. Also welche denn davon? Ah. Scherz. Ich war immer auf, ich weiß. Ja, ich meine, da wo der Sniper war und ihr alle dann mit dem Typen im Sack im Kopf da rumgemacht habt und die ganze Zeit du gemeint hast, Sniper, pass doch mal auf. Ach, du meinst, wo wir hinter der Mauer gehockt haben? Ja, weil er die Folge, weißt welche ich meine? Ja, genau. Klar. Klar weiß ich. Ja, war schon krass. Wir sind nämlich gerade hier so ein bisschen dran. Wir machen hier gerade Scheiße die ganze Zeit und gleich kommen die Kopf, ich sehe schon. Das stimmt, wir sollten echt reinhauen, hast du recht. Kann keinen Heroin processen, weil ich keine Lizenz habe. Ich kann das einfach machen. Warte mal, ich höre ein Auto. Wann kommt die Folge eigentlich circa im Internet? Boah, ich dachte schon ein Auto. Oh, weiß ich noch gar nicht. Aber ich glaube irgendwann nächste Woche. Also wir nehmen mal irgendwann so irgendwie für eine Woche auf, ungefähr immer. Ich würde der Schalle mich auch mal Helikopter fliegen lassen, nur mal so ein Ründchen. Ich würd mal gerne interessieren, ob das schwer ist. Ja, wenn du dann nachher kurz am Co-Pilotensitz platzierst, kannst du da kurz fliegen dann. Am Moment, die verarbeiten nur kurz das Ganze, was ihr habt. Ja. Cool, ich darf jetzt eine Runde mitfliegen. Lange der Flug kann ja auch mal mitfliegen, damit er das auch mal sieht, wie das aus der Luft ist. Ja, gerne. Aber die Grafik ist mega, ne? Also muss ich echt sagen. Kirby has transferred 5000 to you, das ist super nett. Kriegt ja Geld geschenkt, glaube ich. Um? Ich höre kein Auto. Nicht. Ich habe auch gerade ein Auto gehört. Nee, ein Quad, ein Quad. Das ist ein Quad, ja. Oh. Wenn jetzt die Bullen kommen, ne? Die haben gerade so einen Schnapp. Nee, es ist kein Polizist, glaube ich, oder? Nee. Hat irgendwer Waffen? Ja, ich habe eine Knarre. Hallo? Nee, okay. Ich habe gar keine mehr. Servus. Stimmt ja gar nicht. Du bist kein Polizist, oder? Bitte nicht schießen. Hände hoch. Na, ist schon in Ordnung. Dali, was sagst du? Du bist der schwer Bewaffnete, was sagst du? Ausnahmsweise, heute lassen wir dich nochmal frei, aber beim nächsten Mal dann musst du zahlen, okay? Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wenn wir schon so viele hier auf einer Stelle sind, die Cops fragen sich auch, was ist denn da los? Ja, wir müssen uns hier ranhalten jetzt. Ja, eben. Boah, wie geil das Spiel einfach ist, tut mir leid, aber ey.
voller Nervenkitzel. So einer, ach so krass, das hat mich jetzt 31.500 gekostet, 15 Heroin zu verarbeiten. Das ist aber krass. Aber du kriegst dafür gleich so viel Kohle. Wir sollten unser Krüppchen so halten, wie es momentan ist. Und nicht größer. Okay. Jo. So, Leute, wir müssen unser Grüppchen ein bisschen verkleinern. Chock, du musst, glaube ich, abhauen, Alter. Nichts gegen dich, aber wir sind zu viele hier. Wenn hier die Cops kommen, wir sind im Arsch. Wir haben echt Material bei, einen heißen Stoff. Das kann ich bestätigen. Was? Ja, ich weiß, aber die sind Kavaller, das kann ich bestätigen. Okay. Ich hoffe, dein Wort in Gottes Ohr. Und ich kann euch auch noch dazu sagen, dass die mit einem Helikopterhubschrauber irgendwie, so ein bisschen... Eben, nicht, dass die gleich hier aufkreuzen. Wir kommen alle in den Knast. Nee, und dann musst du den Sarrazahn fassen. Eigentlich nicht. Das ist Schock. Ich denke immer sehr oft an Kokain, weil Heroin bringt nicht so viel Geld. Was? So, wie viel bringt denn Heroin? Na, Heroin, weiß ich gar nicht. Ich glaube 2500, aber sicher bin ich mir nicht. Kokain. Guck mal in deinen Rucksack rein. 5000. Dann müssen wir ja eigentlich mal den unseren Kollege fragen. Den müssen wir ja umnieten und dich als Anführer nehmen. Nein, Scherz. Da lacht man nicht. wen soll ich umnieten schnell? Charlie, pack die Waffe weg, alles gut. Charlie. Genau, der Charlie ist voll die Killermaschine, ey. Also, dann verkaufen wir, oder? Yo. Ab Laden. Zum Verkauf. Möchte mal ein Rundchen fliegen? Wo ist denn der Verkauf? Der ist wieder ganz so, also am Kokelottenplatz, gell? Okay, warte. Ich will hier nicht allein sein. Warte, Flo, flieg doch mal mit mir mit. Hier, komm mal mit. Ich will das ungern noch jemand mitnehmen. Ich werde euch schon nicht verraten, um Gottes Willen. Ich lande immer hinten, Ja, aber einfach die Gruppe schon so groß ist. Du musst mit dem Mausrad wechseln. Achso, gut, aber jetzt sitzt der andere. Schreck nochmal aus, Flo. Jo, bin draußen. Okay, warte. Ja, oder Wale, willst du nochmal mitfliegen? Nee, flieg ruhig, ich kann euch fahren. Ich kann gar nicht mit dem Mausrad wechseln. Müsstest du mit dem Mausrad wechseln, als Co-Pilot mitfliegen? Ah, ja, klar. Bevor du einsteigst, genau. Jo, jetzt hab ich's. Oh, krass sieht das aus, okay, ey. So Panoramasicht, Hammer. Bin mir nicht sicher, ob ich in den Heli will oder ob ich bei komm in den Heli. Nein, Flo, komm mit mir. Bitte, lass mich nicht mit denen allein. Ich hab Angst. Na gut. Aber unsere Lieferung ist dann so. Weg, vielleicht. Ja, das ist Saver. Warum ist unsere Lieferung denn weg? Weil alles hier in dem Transporter ist. Noch nicht starten, einen Moment. Nicht zum Helikopter. Jo. Wir müssen aber unbedingt am Helikopter, am Truck bleiben. Der Truck ist das wichtigste Ziel. Wir dürfen den Truck nicht verlieren. Jo, okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Unser Truck ist wichtig, weil da ist das ganze Zeug drauf, weißt du? Jo. Und der wertvolle Sarraza, den wollen wir auch nicht verlieren. Ja. Genau. Okay, auf geht's, Charlie. Wenn du Bullen siehst, flieg Harakiri rein. Boah, die Grafik, guck dir das mal an, Flo, wenn du in die Sonne guckst. Wo ist die Sonne? Boah. Geil, ne? Guck mal, das sieht so geil aus. Ich hab's nicht mal alles auf komplett super. Nee, ich auch mega krass aus. Die Engine ist schon der Hammer. Jetzt auch über uns mit dem Helikopter rüber düst und so. Also, ich gebe jetzt mal die Steuerung frei. Jetzt kannst auf Mausrad klicken und Steuerung übernehmen drücken. Dann steuerst du. Okay, ganz kurz. Wie steuere ich den Heli? Per Maus? Oh. Die Standardeinstellungen, keine Ahnung wie die sind. Ich glaube auf Shift nach oben. W und S lehnt man sich nach vorne. Wer ist denn dagegen gefahren? Weißt du das? Okay. Steuerst du, Flo? Ich bin ja im Heli. Achso, ich weiß auch nicht. Flo, soll ich Steuerung übernehmen drücken? Ja, mach jetzt. Ey, boah, meine Hände schwitzen voll. Es geht los. Okay, ich hab die Maschine. Ich seh dich da oben. Hast du sie? Oh Gott. Ja. Oh Gott, flieg nicht aufs offene Meer, da sterben wir. Boah, ist das krass. Boah, mir geht echt gerade die Flun. Alter, das ist krass. Ist er einfach zu steuern oder schwer? So vom... Ich weiß nicht. Aber das Wasser, guck mal, wie geil das aussieht. Okay, Charlie, übernimm mal wieder die Kiste, ich hab Angst. Wir sind jetzt auch ganz schön weit weg vom Truck. Dali, fliegst du wieder? Ja. Oh Gott sei Dank, boah, ich hatte so schützige Hände, Alter, ist ja krass. Dein Helfen ist gestorben. Boah, Walle, ey, das musst du auch mal machen. Das ist so krass. Übung. Einfach danke mal Solo-Player oder so. Danke. Oh krass, ey. Ah, werden wir ja zwangsweise noch öfter machen. Ja.
Das dauert so aber auch ganz schön lange, bis man den ganzen Kram zusammen hat, bis man so einen Deal dann abgeschlossen hat und alles, ne? Ja, ist echt so. Also der Heroin-Deal hier, der muss jetzt echt was abwerfen, dass ich das Ich fliege mal ein bisschen vor und beobachte die Umgebung und fliege mal ganz kurz tanken. Das liegt ja auf dem Weg. Okay. Okay. Boah, Flo, du musst gleich auch mal fliegen. Der Flo muss die Kiste gleich auch mal steuern. Mein Fanboy. Wir wechseln gleich auch mal die Position und lassen den Flo nochmal. Darf der auch nochmal einmal üben, kurz so den Helikopter steuern, so wie ich es gerade? Der stürzt auch nicht ab. Nee. Hey, jo, von mir aus sicher. Okay. Doch, Flo, du machst das jetzt. Dann mal kurz so landen, dass wir wechseln können. Der Flo ist der hinter mir sitzt. Kann nur nicht garantieren, dass wir nicht abstürzen. Ja. Nee, Flo, das ist im Grunde sehr leicht, wenn die Maschine einmal oben ist. Also ja, okay. in der Hinsicht, du kannst nichts falsch machen, wenn du die Maus nicht so hektisch bewegst. Ganz langsam dran testen. Boah, das ist so krass, Alter. Oh, wenn gleich die Cops kommen, dann habe ich ein bisschen Bammel. Nee, wir sind ja direkt, wir sehen euch ja. Ich habe euch die ja. Symbole noch. Noch sieht man hier auch nichts, noch ist alles ruhig. Wow, warte mal. Charlie, bitte unbedingt durch. Im Auge behalten, ob da Cops kommen. Ne? Wir müssen, dürfen den Truck nicht verlieren. Ja, fahr bitte... andersrum. Fahr bitte nicht um die Stadt durch, weil, sind fertig. der Truck ist so schaut krass. Aus dem Meer ich, nach rechts. Das ist das einfachste Let's Play, was ich hier gemacht habe. Wenn du mich beobachtest, direkt vor mir ist jetzt eine Autobahnpolizei. Also, wenn da Cops in der Nähe sind, fahren die sicher mal dorthin. Schau, Autobahnpolizei. Ja, da hast du recht, weil der eigentlich... Ja, das ist, wo ich vorher Geld abheben war, das ist Autobahnpolizei. Das läuft so einfach, ne? Das ist wie in einem Kinofilm zu sein. Ja, echt, ohne Scheiß. Aber ist trotzdem voll der Nervenkitzel, Alter, wenn du den Helikopter so steuerst, boah. Weil du weißt, wenn du abstürzt, ist alles weg. Okay, hier tanken wir jetzt, oder was? Sieht so aus. Ich bin jetzt in der Luft. Oh, hier gibt es Kommandos. Ich glaube, die brauchen Hilfe bei dem Truck. Nee, noch nicht. Nee, doch nicht. Alter, ist ja auf dem Dach gelandet. Ja. Alter, guckt euch das mal an. Ach nee, guck mal, wir tanken ja, gerade. Alter, da sind aber geile Tank. Und geil. Getankt. Ja, geh ab zum Truck. Ich bin schon gefahren. Ja, Charlie, jetzt drauf. Beim Truck alles cool noch, Walle? Alles super hier. Wir können das Let's Play übrigens aus allen Sichten sehen, muss man nochmal ganz kurz sagen, ne? Die Leute das auch verstehen. Tommy, wo fährst du denn lang? Denk zwischendrin auch mal an Essen und Trinken. Ich hab's gerade fast vergessen. Oh ja, Alter, hast recht. Boah, krass, oh ja, hast recht. Ich muss auch mal echt, würdest du jetzt sagen, Alter. Aber Red Bull bringt eigentlich relativ viel, ne? Wie in echt. Ja. Kann man Heroin eigentlich auch selber nehmen? Ja, hab ich auch gerade in dem Moment gedacht. Lass jetzt mal ein bisschen Heroin. Wolle, sei ein Mann! Ey, mach mal Sync Data gerade. Hast recht. Jo. Habe ich gemacht. Man fährt ja schon sehr viel rum, ne? Ja. Fliegen wir gerade rückwärts? Fliegen wir gerade rückwärts? Irgendwie so seltsam. Sieht voll cool aus, wie er da unten oben fliegt. Nicht, dass der Charlie gerade einen Herzinfarkt hat. Boah! Da unten der Helikopter fliegt! Der Dings fliegt, der LKW. Alter, ich habe ja den übelsten Bug. Oh nein, ich flieg vom Server. Oh nein. Der Server ist vom Server geflogen. Seit 20 Sekunden keine Nachricht. Geh einfach kurz raus und wieder drauf. Müsste eigentlich die. Achso, nee, dann bist du ja weg. Ja, wir brauchen den nächsten Ort, wo du spawnen könntest. Ja, warte, ich guck mal auf der Map. Was ist hier das nächste? Okay, ich geh schon mal raus kurz, ne? Wir brauchen den nächsten Ort, wo wir den Sarazar wieder abholen können, wo der spawnen kann. Hat jemand eine Idee? Ja, okay. Ja, aber hier ist ein Platz. Wir müssen zum Truck. Ja. Okay, dann bring du mich zum Truck, Charlie. Der Flo und der... Nee, wir holen erst den Sarazar ab. Wo soll ich denn spawnen? Wo soll der Sarazar denn... Bei Sofia, okay. Boah, das ist ja voll weit weg wieder, oder? Ja, holen wir den Sarazar aus Sofia ab. Okay, dann landet erstmal hier und lass mich beim Truck raus. Ich steige in den Truck ein. Bring mich zum Truck. Boah, was eine Aktion hier wieder, ey. Also ich empfange gerade die Missionsdatei. Ich bin dann in wenigen Sekunden hoffentlich wieder da.
Ja, du hast nichts verpasst bisher. Hier ist nur so ein bisschen. Oder wir machen einen kleinen Schnitt und machen das in der nächsten Folge. Verbindung zum Host abgebrochen, na, das ist natürlich toll. Ja, wir checken das mal in der nächsten Folge, liebe Freunde. Da ist jetzt wahrscheinlich gerade irgendwo der Wurm drin. Ah, sind kleine Würmchen, wir kriegen das bestimmt in der nächsten Folge. Hey, Spieler Sarazar verbunden. Ja, läuft doch, siehst du mal. Guck mal, jetzt gehe ich hier noch auf Zivilist, wie ich ja bei Zivi bin, ja. Jetzt ist hoffentlich mein Charakter noch da, wenn nicht weine ich bitterlich. Aber ich nehme mal den letzten hier gerade, den letzten Slot, okay. Vorsicht. Empfange Missionsdatei. Truck bleibt stehen, bleibt der Truck stehen. Entschuldigung, Sarazar, ich wollte dich da jetzt nicht unterbrechen. Gar kein Problemo. Heute ist wieder, wir sind wieder mitten in der Nacht am Zocken hier, wie Vögel. So, empfange Daten, scheint zu funktionieren. So, danke für den Flug. Jetzt mache ich Sophia das Spawnpoint, ne? Genau. Und spawne. Und ich bleibe im Heli. Jetzt bete ich natürlich, dass ich noch mein Klamöttchen habe. Wie sieht's denn aus? Z. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, wir können nach Sofia fliegen. Okay, danke. Hä? Ich habe keine Items mehr. Ach, das ist doch... Hast du keine Items mehr? Nö, habe ich nicht. Alles weg. Alles mein komplett weg wieder. Mein ganzes Ruin ist weg. Geld auch? Ach, das ist doch blöd. Nee, Geld habe ich noch. Okay. Aber mein Heroin, mein Essen, das Heroin, war das, vor welchem... Hast du das Heroin sowieso nicht ins... Noch hatte ich bearbeitet, habe ich 35.000 für bezahlt. Jetzt ist es einfach weg. Aber du kriegst gleich ja durch die Lieferung, die wir hier haben, kriegt ja jeder wieder 50, ja, 60. Ja, dann habe ich aber nur 16 gemacht. Das ist voll scheiße. Du hättest mehr machen scheiße können. Ah. Das ist jetzt ärgerlich, finde ich. Aber wir sind schon fast wieder da bei dir. Vor allem habe ich meinen Charakter kurz vorher gesinkt. Kann doch nicht sein. Mann. Aber ich bin mir in echt, das müssen wir gleich nochmal die anderen fragen vielleicht, weil der vorhin meinte einer, das Sinken bezieht sich nur aufs Geld. Vielleicht ist es ja so, dass Inventar immer jedes Mal weg ist. Boah, das wäre aber bitter, oder? Ja, aber wenn du eh viel Kohle hast, dann ist ja so ein Rucksack ist ja schnell wieder gekauft. Ja gut, das stimmt allerdings. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Aber dann, wenn du eine geile Waffe hast, also das muss doch safe sein. Weil das ist blöd, das stimmt. Die sind bei dir, die wollen dich abholen. Okay, genau, dann machen wir das in der nächsten Folge. Fahren wir dann weiter, liebe Freunde. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ja, das war doch ganz lustig. Jetzt abgesehen von dem Serverabsturz, muss ich ja sagen, oder meinem Absturz, wie auch immer, dass das Leben eines Heroinbauers doch durchaus erträglich zu sein scheint. Wir werden auf jeden Fall weiter so machen und sehen uns wieder in der nächsten Episode hier bei unserer Nachtsession von Altes Life. Da kommen sie schon.